Es ist wieder soweit, Erinnerungen an die Zeit vor 30 Jahren. Die Jugend von heute ist auch nicht schlechter als die Jugend von gestern. Ein beliebter Spruch, der gern auf Schulbänke gekritzelt wurde. Bei der Betrachtung der Jugend von heute geht es aber nicht um besser oder schlechter, sondern schlicht um ihre Lebenswelt, um veränderte Bedingungen und Chancen. Und da waren die 60er Jahre natürlich genau die richtige Zeit. Studentenproteste, Demonstrationen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, Subkultur. Das ZDF stellte sich damals einer großen Herausforderung, eine fünfteilige Dokumentation über die Jugend in Deutschland. Was bewegt die junge Generation? Ist sie oberflächlich oder rebellisch, leichtsinnig oder gleichgültig? Wer sind sie eigentlich, diese Jugendlichen? Wir zeigen Ihnen Porträts von jungen Menschen, die einen fleißig und strebsam, die anderen politisch und aufsässig. Und natürlich fehlt beim Protest nach Feierabend auch der barfüßige Gammler nicht. Jugend in Deutschland. Vier Filme zeigten die Entwicklungsgeschichte der Jugendorganisationen. Wo aber steht und was denkt die große Mehrheit der anderen, der nicht Organisierten? Sind sie rebellisch oder angepasst? '68, ein Jahr der Jugend, ein Jahr der Konflikte. Nie zuvor haben Jugendliche so offen und drastisch gegen die Erwachsenen aufbegehrt, ihre Bastionen bedrängt und Gegendruck ausgelöst. In vielen Ländern Europas, in Italien, in Jugoslawien und Frankreich, zogen Jugendliche, Studenten und Schüler zumeist auf die Straßen, um ihrer Forderung nach mehr Mitverantwortung und Mitbestimmung Nachdruck zu verleihen. Bilder der Gewalt, wie hier in Paris, zeichneten den Weg der Demonstrationen und Proteste. Die staatlichen Autoritäten, deren Positionen ungestüm bedrängt wurden, antworteten mit Gegengewalt. Auch in der Bundesrepublik brach der Konflikt in diesem Jahr offen aus. In Bremen protestierten Schüler gegen die Erhöhung der Straßenbahntarife. An den Schulen stellten sie die Autorität ihrer Lehrer in Frage. Studenten gingen auf die Straße, um die überfällige Studienreform zu erzwingen. Der Protest gegen die Verhältnisse an den Universitäten wurde bald von der oft ungestümen jugendlichen Kritik an der Gesellschaft der Bundesrepublik und ihrer politischen Institutionen übertönt. Der Zusammenstoß war unvermeidlich. Der Öffentlichkeit prägten sich Bilder wie diese ein. Sie trübten vielfach den Blick für die Tatsache, dass hinter den Demonstrationen der Studenten ein fruchtbarer Kern politischen Engagements steckt. Nie zuvor in der kurzen Geschichte der Bundesrepublik hatte sich eine Studentengeneration so engagiert mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen dieses Staates auseinandergesetzt. Die Erwachsenen reagierten vielfach ratlos. Was sich heute alles unter diese wohlerzogene Jugend drängt, das ist eine Katastrophe. Gucken Sie mal die Haare, die langen Haare, die Gesichter an. Die Studenten rauchen auf der Straße Zigaretten, lokal spucken sie auf die Erde, lecken das Messer ab. Das hat es früher dem Studenten nicht gegeben. Meinen Sie mal, kann ein Menschen danach beurteilen? Jawohl, wer sich benimmt, wer auswendig ist, so ist auch inwendig. Aber jedenfalls ist das, was ihr hier macht, ein ganz großer Mist gegenüber dem, was er dürfte, wenn er dort wäre, wo er nämlich hier immer angeht, was er machen will. Ich würde nicht demonstrieren. Ich komme aus einer Universitätsstadt und ich würde den Studenten raten, sie setzen sich hinter ihre Bücher und wenn ihnen irgendwas nicht passt, dann möchten sie sich in Ruhe mit ihren Studenten unterhalten. Und mit ihren Professoren unterhalten. Und das in Ruhe verfechten. Ja. Denn schließlich sind ja Professoren Menschen, die schon mehr gelernt haben als die Studenten. Und ein kleines bisschen Achtung sollte man vor diesen Leuten haben. Urteile, Vorurteile. Eine große Zahl von Studenten und Schülern zeigt sich nach den Ereignissen dieses Jahres zu kritischem politischem Engagement bereit.
Sind es auch die jugendlichen Angestellten und Arbeiter? In einer Untersuchung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, unmittelbar nach den Osterdemonstrationen, äußerten sich 65% der berufstätigen Jugendlichen zustimmend zu den Aktionen der Studenten. 55% waren sogar bereit, auf die Straße zu gehen, wenn sich die Gelegenheit böte. 2,5 Millionen Jugendliche in der Bundesrepublik gehen täglich zur Arbeit. Sie haben weniger Freizeit und verfügen über weniger Möglichkeiten der Information als ihre lernenden und studierenden Altersgenossen. Wie leben sie? Was tun sie in ihrer Freizeit? Werden auch sie eines Tages auf die Straße gehen? 4 Beispiele. Fertigmontage fabrikneuer Wagen in der Niederlassung eines Automobilwerkes. Jugendliche arbeiten als Monteure, als Verkäufer, als Angestellte im Büro. Alex G. ist einer von ihnen. Er ist 24 Jahre alt und in einer Kleinstadt in Hessen zu Hause. Er kontrolliert die Arbeitsvorgänge, füllt Montagekarten aus und überwacht die Zeiten. Fleiß, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit kennzeichnen sein Verhältnis zur Arbeit. Wie Alex setzen in einer Studie der Frankfurter Forschungsgesellschaft für Markt und Verbrauch, Marplan, die im Mai dieses Jahres vorgelegt wurde, 53 von 100 Jugendlichen den Fleiß an die erste Stelle einer Rangskala der wichtigsten Eigenschaften im Leben. Es folgen Ehrlichkeit, Höflichkeit und Zuverlässigkeit. Die überwiegende Zahl der Jugendlichen hält die von den Erwachsenen erfahrenen Wertmaßstäbe für Garantien des beruflichen und persönlichen Aufstiegs. 21% der Befragten gehen sehr gerne, 66% gerne zur Arbeit. Mit anderen Worten, die meisten Jugendlichen entsprechen dem Bild, das sich die Erwachsenen von einem strebsamen jungen Menschen machen. Auch Alex' Leben ist von dem Streben nach materiellem und sozialem Aufstieg bestimmt. Seine bescheidene Geschichte ist die Geschichte eines Weges nach oben. Volksschule, Elektrikerlehre, Wehrdienst. Dann gelingt ihm in seiner Firma der Sprung vom Arbeiter zum Angestellten. Für Alex G. ein sozialer Aufstieg. Ja, als Arbeiter ist man ein Mensch dritter Klasse und als Angestellter hat man doch mehr Ansehen bei den Bekannten oder überhaupt bei Leuten. Seit 2 Jahren ist Alex mit Renate befreundet. Alle Untersuchungen heben hervor, welch hohe Meinung die meisten Jugendlichen von Ehe und Familie haben. Wie diese lehnen auch Alex und seine Freundin häufigen Partnerwechsel ab. Kleinstädte und Dörfer, in denen rund 70% der Jugendlichen leben, bieten wenig Abwechslung. Hin und wieder geht Alex mit Renate ins Kino oder spielt eine Runde auf dem Minigolfplatz. An kulturellen Ereignissen sind sie wenig interessiert. Die Mitgliedschaft im örtlichen Tennisverein ist für Alex Ausdruck des sozialen Aufstieges, ebenso wie das eigene ersparte Auto. Alex wohnt bei den Eltern. Er kommt gut mit ihnen aus. Viele Abende verbringt er zu Hause. Bei der Umfrage der Marplan-Forscher finden es 87 von 100 Jugendlichen zu Hause sehr gemütlich. 72 von 100 geben an, ihre Probleme offen mit den Eltern besprechen zu können. Bei 64% der Jugendlichen steht die Mutter als Vertrauensperson an erster Stelle. 36% nennen zuerst den Vater. Nur wenige Jugendliche würden vor den Eltern den Freund, die Geschwister oder den Lehrer ins Vertrauen ziehen. Offensichtlich wird die Rolle der Eltern von den meisten Jugendlichen auf die Regierung übertragen. Sie wird als Beschützer und Verantwortlicher verstanden, der für das Wohl des Staatsbürgers sorgt. Die Regierung hat sich um die Politik zu kümmern. Nein, also politisch arbeiten tue ich noch nicht, weil zurzeit keine, also für mich geeignete oder passende Partei in der Regierung ist, wo ich irgendwas machen kann.
Erschreckend wenig Jugendliche glauben, dass die Politik ihr Leben beeinflusst. 28 von 100 Jungen und Mädchen messen ihr geringen Einfluss zu. Für 27 von 100 hat die Politik überhaupt keinen Einfluss auf ihr Leben. Weitere 27 machen keine Angaben. Nur 16% der befragten 15- bis 19-jährigen Jungen und 7% der Mädchen glauben, dass sie sich einmal politisch betätigen werden. München, Leopoldstraße. Bei Marianne in der Schwarzen Katze. Treffpunkt der Gammler, Beatniks, Provos. Gesellschaft am Rande der Gesellschaft. Eine Minderheit, so klein, dass sie statistisch nicht erfassbar ist, aber auffallend und vielen ein Ärgernis. Dropouts, wie die Soziologen sagen. Junge Menschen, die sich den Zwängen der Gesellschaft zu entziehen versuchen. Sie schrauben ihre Ansprüche so weit herab, dass sie ständig Freizeit machen können. Zum Beispiel Toni, 22 Jahre alt. Sein bürgerlicher Name, er hat ihn abgelegt wie viele Gewohnheiten seines früheren Lebens. Er schläft auf Autofriedhöfen, in Neubauten oder unter freiem Himmel. Seine Ansprüche sind bescheiden. Was er zum Überleben braucht, schnaucht er sich zusammen. Begriffe wie Leistung, Erfolg, sozialer Aufstieg sind für ihn ohne Belang. Ich bin jetzt seit circa 4 Jahren unterwegs. Gammle deshalb, weil mir das Ganze einfach Spaß macht, das ganze Leben so. Das Leben ein großer Spaß. Toni ist kein Revolutionär, der die Gesellschaft verändern will. Nein, ich arbeite nicht politisch, weil mir das überhaupt keinen Spaß macht. Die Sachen interessieren mich nicht. Ich fühle es viel zu blöd, an Demonstrationen teilzunehmen. Ein kleinbürgerliches Elternhaus, Volksschule, 3 Monate Werkzeugmacherlehre in einer Fabrik. Dann hat Toni dieses Leben satt, wie er sagt. Im englischen Garten. Gammler-Idylle. Hier fühlt er sich wohl. Es ist eine Scheinidylle, die vielleicht 4, 5 Jahre dauern mag. Dann kehren sie mit wenigen Ausnahmen ins bürgerliche Leben zurück. Von Alkohol, Rauschgift und Unterernährung gezeichnet. Auch Toni wird zurückkehren. Feierabend in einer Großstadt. Straßencafé, Beat, Pop und Minirock. Umschlagplatz der Beat-Generation für die neuesten Songs, die jüngste Mode und den aktuellen Klatsch. Treffpunkt einer Jugend, die so bewusst jung lebt wie keine Generation vor ihr. Auffallend, selbstsicher, unbeschwert. Auch Rita, 18 Jahre alt, trifft hier nach der Arbeit ihre Freunde.
Der Tag begann wie jeder Arbeitstag. Hetze ins Büro, Großstadtverkehr, Rush Hours. Rita ist kaufmännischer Lehrling in einer Versicherungsagentur. Zweieinhalb Lehrjahre hat sie bereits hinter sich. In einem halben Jahr wird sie ihre Abschlussprüfung machen. Sie will Versicherungskaufmann werden. Von 8 bis 5 nimmt Rita den Beruf ernst, der ihr schon früh finanzielle Unabhängigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Plankversicherung, guten Tag. Daher versucht sie während der Arbeitszeit alle Aufgaben, die ihr gestellt werden, zu erfüllen. Mit großem Ernst leistet sie ihre Arbeit, fast eine Erwachsene. Karriere bedeutet ihr freilich wenig. Wichtiger ist ihr die Aussicht, später einen bescheidenen Wohlstand zu erreichen. 17 Uhr. Feierabend. Büro und Arbeit sind schnell vergessen. Noch am Schreibtisch verwandelt sich Rita wieder in ein junges, unbekümmertes Mädchen, das sich vor allem für Mode, Schallplatten und Kosmetik interessiert. Sie hält nicht viel von Arbeitsethos. Für sie ist Arbeit ein notwendiges Übel, um sich in der Freizeit möglichst viele Wünsche erfüllen zu können. Modeboutiquen, Schallplattengeschäfte, Kosmetikläden suggerieren täglich neue Wünsche. Rita, wie viel Geld verdienen Sie im Monat? Ich verdiene im Monat 210 Mark. Und wofür geben Sie Ihr Geld aus? 100 Mark gebe ich für Kleidung aus und 20 Mark für Make-up. Und der Rest, der wird verjubelt. Nach den Feststellungen der Marktplanuntersuchung verfügen die Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren über rund 8 Milliarden Mark. Davon geben sie das meiste Geld für Kleidung aus, 472 Millionen. An zweiter Stelle stehen die Ausgaben für Kinobesuche, 358 Millionen Mark. Unterhaltung und Tanzen lassen sie sich 324 Millionen Mark pro Jahr kosten. Darauf folgen die Ausgaben für Geschenke mit 274 Millionen Mark. Für Süßigkeiten mit 264 Millionen. 247 Millionen Mark geben sie für ihre Sportinteressen aus. Nach den Untersuchungen der Marplan sparen 46 von 100 Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren so gut wie gar nicht. 19 von 100 geben an, etwa ein Viertel ihrer Einkünfte auf die hohe Kante zu legen. Freizeit, Vergnügen, Lust am Leben. Für junge Menschen wie Rita ist die Jugend keine Vorbereitungszeit auf das Leben mehr, wie für frühere Jugendgenerationen. Sie lebt es bereits. In den Beat-Lokalen bleibt die Welt der Erwachsenen vor der Tür. Hier tanzt Rita oft als Go-Go-Girl für eine bescheidene Gage die neuesten Tänze vor. Es ist ein Tanz ohne Partner, ekstatische Selbstdarstellung und erotisches Erlebnis zugleich. In der Marktplanuntersuchung nennen 32 von 100 Jugendlichen den Tanz ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Weit größer ist die Zahl der Jugendlichen, die in ihrer Freizeit Sport treiben. Die Bücher lesen, Fernsehen oder ins Kino gehen. Mit Wandern verbringen 32% der Jugendlichen am liebsten ihre Freizeit. Für Jugendliche wie Rita ist die Freizeit ein Reservat, in das sie sich zurückziehen können. Psychologen werten ihr Verhalten als meist unbewussten Protest gegen die Gesellschaft mit ihren Leistungsansprüchen und Zwängen. Einen Protest nach Feierabend. Lehrwerkstatt in einer Frankfurter Fabrik für Geräte und Messtechnik.
Die 15- bis 16-Jährigen, die hier ausgebildet werden, stehen täglich 8 Stunden hinter Drehbank und Bohrmaschine. Mit 18 Jahren werden die meisten von ihnen bereits völlig in den Arbeitsprozess eingegliedert sein. Ihre sozialen Aufstiegsmöglichkeiten sind gering. Lutz M. allerdings wird nicht an der Drehbank bleiben. Er ist 20 Jahre alt und hat bereits den Gesellenbrief. Nun will er das Abitur nachholen, um später auf der Universität Mathematik und Volkswirtschaft zu studieren. Sein Berufsziel ist der Wirtschaftsingenieur. Lutz gehört zu jener Gruppe von Jugendlichen, die den politischen Verhältnissen kritisch gegenüberstehen. Diese Gruppe umfasst nach Marplan rund 8 bis 10% der gesamten Jugend. Da sie in der Welt der Erwachsenen keine für sie überzeugende Ideologie findet, sucht diese kleine Gruppe Jugendlicher selbst nach neuen Wegen und entwickelt dabei eine Risikofreude, für die die Masse der Jugendlichen kein Verständnis hat. Lutz ist nicht nur über politische Tagesfragen gut informiert. Er sieht auch die Zusammenhänge und ist bereit, Stellung zu beziehen. Er nimmt an Demonstrationen teil und vertritt seine engagierte Meinung in Diskussionen. Lutz hat bereits Erfahrung in politischen Auseinandersetzungen. Er ist Mitglied der Gewerkschaftsjugend. Selbst sein Hobby, die Fotografie, für das er viel Geld aufwendet, dient der politischen Auseinandersetzung. Ob ich mit meinen Aktionen etwas erreiche? Ich bin da völlig sicher. Diese Aktion, die ging gegen den Vietnamkrieg vom amerikanischen Generalkonsulat. Und da haben wir erreicht, dass die Bevölkerung in Deutschland informiert wurde, was da vor sich geht und wie das Morden in Vietnam aussieht. Kellerparty. Freunde sind gekommen. Sie tanzen, sind fröhlich und unbeschwert. Auch Lutz weiß die Freizeit mit ihren großen Möglichkeiten der Unterhaltung und des Vergnügens zu würdigen. Seine Interessen sind nicht einseitig. Er hört gerne Musik, liest viel, bastelt in seinem Hobbykeller. Am meisten schätzt er jedoch die politische Diskussion. Wie bist du dafür, dass jetzt das Mehrheitswahlrecht die NPD verbieten wollen? Ich halte es nicht für glücklich. Ja, ich schaffe überhaupt kein neues Bewusstsein in der Bevölkerung. Im Gegenteil, die Leute werden verbittert. Und die Protestwähler, die wählen weiterhin noch rechts. Was meinst du? Ja, inwieweit sie rechts wählen, wenn dann die CDU wieder... Politische Auseinandersetzung. Analyse. Nur wenige Jugendliche sind dazu bereit. Die meisten geben sich damit zufrieden, als Lohn für ihre Leistung im Beruf ein großes Maß von Freiheit in der Freizeit in Anspruch nehmen zu können. Guck mal, bei der KPD war es genauso. Hat man was verboten und trotzdem sind dann in den Untergrund gegangen. Und man kann so viel schlechter überwachen, ne? Also um bei dem Problem an den Kern zu kommen, müsste man herausfinden, warum eben die NPD in der letzten Zeit so viele Leute dazu bekommt. Ich meine, für mich ist das ein Phänomen, ich begreife das nicht. Die kleine Gruppe der politisch Interessierten hat ohne Zweifel einen großen Einfluss auf ihre Altersgenossen. Im Verlauf dieses Jahres ist die Zahl derjenigen, die glauben, dass ihr persönliches politisches Engagement die Verhältnisse ändern kann, gestiegen. Warum ich mich politisch betätige? Tja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was man hier in Deutschland bzw. in unserer Gesellschaft ändern kann. Die Zustände, zum Beispiel Notstandsgesetzgebung, Aufkommen der NPD, andere Probleme, die also noch akut sind, zum Beispiel auch Polizeieinsatz, der recht faschistisch geführt wird, oder auch Vietnamkrieg. Ich glaube, da bedarf es eines Einsatzes. Es lohnt sich auch, in dieser Gesellschaft dafür zu kämpfen, dass es etwas besser wird, dass die Zustände sich ändern und zum Beispiel auch die Mitbestimmungsforderung, dass im Betrieb, ich arbeite im Betrieb, dass die Gewerkschaft da die Mitbestimmungsforderung durchbekommt, dass wir also auch im Betrieb, am Arbeitsplatz selbst, mitbestimmen können und dort unsere Lebensbedingungen etwas ändern. Es wird zwar nicht sehr viel sein, aber immerhin wird ein Weg dahin sein, dass wir etwas mehr Demokratie in unserer Gesellschaft haben. 4 Jugendliche zeigten wir in diesem Film. Lutz M., Feinmechanikergeselle. Er bereitet sich über den 2. Bildungsweg auf das Abitur vor. Alex G., Angestellter. Toni, der Gammler. Rita B., Lehrling. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Ja, für mich besteht die Zukunft in der politischen Aufgabe, durch meine politische Aktivität
zu erreichen, dass die Gesellschaft, in der ich lebe, humaner und gerechter wird, sodass es sich lohnt, in ihr zu leben. Ich möchte in meinem Beruf vorwärts kommen und möchte eventuell Kundendienst-Sachbearbeiter werden und auch heiraten. Tja, ich werde mein bisheriges Leben noch 2-3 Jahre weitermachen und dann mal sehen, vielleicht komme ich wieder zurück in die bürgerliche Gesellschaft. Ich möchte ein freies und ungebundenes Leben führen, tanzen gehen, mich amüsieren und später werde ich dann mal heiraten.